Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 100 Baby Challenge. Ja, Chantal ist erwachsen geworden. Und ich werde sie jetzt erstmal nicht ausziehen lassen, sondern ich werde sie erstmal, ja komm hier, damit das hier nicht rumnervt, so. Ich werde sie erstmal als, ja, sie erstmal als Aushilfe für die Bäckerei erstmal, ich sag mal, missbrauchen. Und ja, dann kannst du ja eigentlich theoretisch da wohnen bleiben, bis dann halt stirbt. Wird dann halt das, was Laura für Emma ist, also quasi so eine finanzielle Stütze. Wer heult denn hier? Tomoya, bist du das? Ja, der heult wegen der kaputten, wegen des kaputten Puppenhauses. Geh mal lieber abkacken. Mach ich auch immer. Immer wenn ich deprimiert bin, gehe ich erstmal kacken. Mach das etwa. Mach dir das etwa nicht, ne? Naja. Ja. Tut mal nicht so, als wäre ich hier die Seltsame, ne? Oh. Pack mal den Kuchen, pack ich mal hier rein. Den können wir theoretisch am nächsten Tag zur Bäckerei mitnehmen. Sollte theoretisch gehen. So. Du gehst jetzt auch erstmal aufs Klo? Wieso geht sie da abwaschen? Chantal? Okay, wie kann ich Chantal jetzt am besten jetzt ein bisschen Backen beibringen? Oder zumindest ein bisschen... Ja, wollen wir Risiko gehen? Ja, Machen wir mal die, nehmen wir mal das da. So, Laura hat ordentlich Kohle nach Hause gebracht. Das ist sehr schön. So, Laura ist angespannt anscheinend wegen der ganzen Arbeit. Was ist mit Emma los? Kriegst du, ich denke darüber nach, der Gruppe Swiggity Swing Swing beizutreten. Ich glaube, ich habe eine Menge zu bieten. Astrid, ey. Nein, du sollst doch anders werden als deine Mutter. Ach, komm hier. Damit die Gruppe nicht stirbt. Muss ja Xuan ja auch beitreten, sobald sie erwachsen ist. Wie viele sind da eigentlich noch drinne? Sollten ja... Kann ja Astrid ja später rauswerfen. Ist ja jetzt nicht so das Ding. So. Erstmal muss ich hier Hausaufgaben. Du musst hier Hausaufgaben machen, werte Dame. Hier, Hausaufgaben machen. So, muss der junge Mann hier auch noch Kochfähigkeit? Wieso kochen? Ich dachte, das würde backen leveln. Ja, ist egal. So, du musst auch noch Hausaufgaben machen. Die ist schon am Pennen. Wach mal auf. Ein bisschen sehr früh. Du machst jetzt auch erstmal Hausaufgaben. So. So, Laura kann machen, worauf sie Lust hat. Oder warte, Laura kann hier den Baum einmal bewässern und hier einmal ernten. So, die machen da alle schön die Hausaufgaben, bis auf der ist der vorher was, ja. Habe ich ihm ja gesagt, dass er das machen soll. Insofern, alles okay. So, Chantal, wie siehst du denn aus? Normal, okay. Können wir dir in dein Inventar packen? Ja, können wir. Geh mal aufs Klo. Ja. Muss ja so ein bisschen. Und duschen musst du auch. Ein Sozialbedürfnis musst du auch erfüllen. Und Spaß auch. Dann würde ich sagen, schaust du hier mal den Kochkanal. Emma wird schon wieder angerufen. Oder? War es Laura? Hat wohl einmal nur geklingelt anscheinend. Mehr auch nicht. So, Emma ist hier noch schön hier weiter am Malen. Ja, Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, am nächsten Tag werden wieder die beiden altern müssen oder so. Das ist dann ein bisschen schwierig mit der Bäckerei.
Einer muss ja, irgendwie müssen ja die Kuchen ja noch gemacht werden. Obwohl, einen haben wir schon. Müssen wir eigentlich nur noch einen zweiten machen. Dann können wir den in den Kühlschrank packen und dann ist alles in Ordnung. Haben wir noch einen zweiten drin? Einen kompletten? Einen zweiten haben wir, aber der ist angeknabbert. Den nehme ich dann nicht mit. Beziehungsweise den nehme ich dann nicht als Geburtstagskuchen. Den packe ich mal in den Kühlschrank. So. Kannst du mal direkt schon mal hier ein Gras, es ist Bärennacht in der Bar, Lust hinzugehen? Moment, erstmal hier Erdbeerkuchen. Ist das, ach, das für immer oder was? Nö. Keine Ahnung. So, die quasseln hier ein bisschen rum. So. Obwohl, nee, ich glaube, Zuhren wird nicht altern. Ich glaube, da ist es noch zu weit weg für. Aber der Tomoya wird altern. So, die ist auch noch nicht so weit. Was will sie denn hier? Eine Tür verschließen. Und Hausaufgaben beenden. Warte, ich muss jetzt mal gucken, was mit Chantals. Kleptomanisch, tanzwütig und Spinnerin. Und Grüblerin. Drei Gemälde an Sammler oder Kunstgalerie verkaufen. Drei emotionale Gemälde fertigstellen. Das kannst du einmal verkaufen. Dann können wir ihr ein paar Belohnungen kaufen. Na, so. Ja, verkaufen hier. Okay. Tomoya und Gertrud sind so eben beste Freunde geworden. Ja, super. So, Xuan ist fertig anscheinend. Geht jetzt erstmal ins Bett wieder? Ja, kannst du machen. Ich genehmige es. Die brauchen hier ewig, weil sie hier nebenbei noch quatschen. Da braucht man es halt ein bisschen länger. Irgendwas ist kaputt gegangen. So. Sie hat Hunger. Dann iss mal was. Und zwar... Hier, Schinken-Spargel-Dings. Klingt doch super. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten will sie. Schmutzige Umgebung, inspirierende Kunst. Okay, Chantal. Drei emotionale Gemälde fertigstellen. Kannst du denn hier irgendwas... Nee, kann sie nicht. Upsala. Emotionales Gemälde. Ach, geh mal schlafen, genau. Warte, das habe ich hier oben hin. Ach, da habe ich es hingestellt. Wie soll ich dann ein Bett auf der Terrasse... Auf der... Ach, ist egal. Dann steht da halt ein fucking Bett. Ist auch egal. So, die beiden müssen mal langsam ins Bett. Die müssen mal langsam fertig werden mit ihren scheiß Hausaufgaben. Sie sind die ganze Zeit am Quasseln und Quatschen und machen die Hausaufgaben so nebenbei. So, Tomoya ist endlich fertig. Kann ja schlafen gehen. Nicht weiter mit Gertrud quasseln. Die muss nämlich auch mal schlafen gehen. So, Emma ist auch ziemlich am Arsch. Muss dann glaube auch erstmal gleich mal schlafen. Wenn sie fertig ist. Dim 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 dim. Da-dum, 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 da-dum.
Ah, komm, Emma. Das wirst du wohl schaffen, den Scheiß hier zu Ende zu essen. Das ist nur fucking Spargel in Schinken eingehüllt. Das ist keine dreistöckige Torte. Geht doch. Ja, aber Horn. Ja gut, sie ist halt eine Genießerin, ne? Sie nimmt ein Bissen und kaut da eine Stunde lang drauf rum, um den Geschmack so richtig zu genießen. All die Pampe, die man dann halt irgendwann im Mund hat, die ist halt das Beste am Ganzen anscheinend. So, schlafen jetzt. Ach, habe ich dir schon gesagt, dass sie das machen soll. Dann mach jetzt. So. Kann ich hier eigentlich eine Belohnung kaufen? Nee, das ist zu wenig. Das ist ein bisschen zu wenig. Oh, alle am Schlafen, bis auf Laura, die ist jetzt wach. Musste denn heute arbeiten? Ja, musste. Ja, deswegen faucht sie erstmal rum. Weil sie arbeiten muss. So. Chantal, wie sieht's bei dir aus? Die ist auch fit. Die könnte jetzt eigentlich theoretisch hier, was essen, erstmal. Kochen muss er jetzt nicht und backen muss er jetzt auch nicht. So, nimmst du erstmal arme Ritter oder was auch immer das jetzt ist. 15 Stunden, 29 Minuten, bis es verdorben ist. Wo ist sie denn jetzt? Ach, stimmt ja, die hat ja auf dem Dach geschlafen, wenn man es so will. Beziehungsweise auf der Terrasse. So, Emma, wie sieht's bei dir aus? Ah, ich brauche noch ein bisschen. Sonst würde ich die jetzt gleich losschicken zur Bäckerei. Erstmal richtig fein einfahren gelassen. Du holst ja was zu essen. So. Beziehungsweise, du kannst den Kühlschrank verbessern. Dann kannst du danach auch noch machen. Der läuft dir da nicht weg. So. Wie sieht sie mit den Kindern aus? Zuan sollte ausgeschlafen sein. Ja, ist er auch. So, die werden jetzt erstmal duschen. Oder nach Frühstücken. Komm. Danke, Spiel. So, arme Ritter. Oh. Leere Portion, alles klar. Dann nimmst du halt stattdessen hier Schinken-Spargelröllchen. Was mit ihnen los, Kloan? Ach, sie heult rum, weil sie so hungrig ist. Ja, kannst du ja. Hast ja gleich was gegessen. Alles in Ordnung. So. Sagen wir, was ist das eigentlich, was wir da im Kühlschrank haben? Da sind doch auch irgendwelche Törtchen drin, ne? Erdbeerbrausetörtchen. Packen wir die hier auch erstmal hier rein, in der Hoffnung, dass ich die dann hinterher nicht vergesse. So, das war Dorm, das können wir wegwerfen. Hallo? Mab!
Ach. Der Scheiß, der backt ziemlich rum. So, immerhin das hier kann ich loswerden. Ah. So, und die Hausaufgaben, die können auch noch verkauft werden. Die brauchst du jetzt auch nicht mehr. So, hat sie ein aufgeräumtes Inventar. Sag mal, wie sieht's aus? Ach komm, reicht. Das reicht. So, geh mal duschen. Dann könnt ihr gleich zur Arbeit gehen. So, Chantal, packt jetzt hier noch schnell hier die Törtchen ein, die wir da im Schrank haben. Im Kühlschrank. Und was macht Laura da jetzt für ein Eis? Was? Ach nee, das ist ja nicht Laura, das ist Gertrud. Stimmt ja. Schokoladeneis macht sie jetzt. Sie hat Hunger und anstatt sich irgendwas aus dem Kühlschrank zu nehmen, macht sie lieber Schokoladeneis. Ich kann mich voll und ganz mit ihr identifizieren. Okay, Emma ist fertig. Das heißt, wir können los. Reisen. Haushalt. Chantal. So. Die müssen gleich in einer Stunde in der Schule sein. Ist in Ordnung. Hat einen Karton Schokoladeneis hergestellt. Und Kochfähigkeit und hier Sozialfähigkeit und das ganze lustige Zeug hier. So, dann wollen wir mal hier Magnolia-Promenade und hier mal Top-Adresse. Zack. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Ach ja, wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Nettogewinn 300. Okay. So, erstmal hier anhalten. Erstmal hier in Ruhe hier alles sortieren. So, Chantal hat ihr Törtchen in ihrem Inventar. Ich packe mir mal hier rein ins Verkaufsregal. So. Als zu verkaufen kennzeichnen. Als zu verkaufen kennzeichnen. So, dann wird die hübsche junge Chantal wird dann hier die Verkaufsgespräche führen. Mal hingehen. Während dann Emma. Erstmal müssen wir den Laden öffnen. So. Erstmal den Laden hier öffnen, während Emma hier die. Nee, das macht jetzt erstmal hier Chantal, solange hier jetzt noch keiner da ist. Was haben wir denn was im. Ja, da haben wir auch noch was. Obstmuffins haben wir noch. Hier drinne. Auch verkaufen. Und Pfannkuchen. Ja, das ist halt so für zwischendurch, ne? Für die Belegschaft. Ist mal so zu sagen. So, backen. Dann machst du hier mal. Hier eine Obsttorte. Und du wirst hier mal säubern. Du wirst hier mal die Törtchenmaschine säubern. Zutritt gestatten für Chantal. So, jetzt kannst du aber. So. Siehst dann hier so ein bisschen die Aushilfe. Macht dir so ein paar Verkaufsgespräche. Macht dir mal ein bisschen sauber und so. Immer wenn es irgendwo sein muss. So eine ganz billige Hilfskraft einfach. Ja, aber sobald dann halt ihre Mutter dann halt nicht mehr ist, wird sie dann den Laden übernehmen. Das ist alles. Sie wird halt ein bisschen antrainiert. Das kann man halt nicht von heute auf morgen machen. Was haben wir denn da drin?
Ach. Super. So ein bisschen Obstzeug haben wir da drin. Alles klar. Kunden begrüßen. Weil, knall dir mal nicht die Tür nicht so zu. Klose. Naja, Verkaufsgespräche machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.